Oh, ich habe nur auf, nach Daniels Jahr habe ich schon angefangen zu suchen. Aber gut, dass du auch ready bist. Ach, Lukas, Lukas, ich war Mach heute ich. im Online-Store. Ich war im Online-Store vom Borussia. Es gibt jetzt einfach Biersocken von Gladbach. Wie nice ist das denn? Hab ich in eine Männerabendgruppe geschickt. Becher auch im Stadion, so sehen die aus. Und dann Würstchen im Brötchen daneben. Nice. Bier wäre natürlich schon ein Ticken. Ja, wobei Bier nehmen, Die heißen Biersocken. Die heißen sogar Würstchen Bier. neben dem Bier. Ja. Ja, das ist natürlich nice. Nice, habe ich dein Weihnachtsgeschenk, Marius. Nee, das kannst du jetzt verraten. Ich mag Socken nicht. Eigentlich schon. Doch, ist ein geiles Geschenk. Aber solange man jetzt keine Socken mit, was weiß ich, Weihnachtsmännern oder Pinguinen oder sowas hätte, ist okay. Obwohl ich ja Weihnachtssocken auch habe. So ist es nicht. Müssen schon coole Socken sein, so Biersocken oder sowas. Dann finde ich das auch witzig, Ja. aber so schlichte Socken, ja, weiß nicht. Die Männer müssen schon lustig sein. Hast du recht. Früher habe ich bei meinen Großeltern, oder beziehungsweise wir haben früher bei unseren Großeltern, jedes Jahr Schlafanzüge bekommen. Einen pinken, einen grünen und einen blauen. Der pinke war für meine Schwester, den grünen und blauen mussten mein Bruder und ich aufteilen. Aber jedes Jahr haben wir einen bekommen. Auch immer die Und gleiche Farbe. immer die gleichen Farben, die gab es immer bei Aldi im Angebot. Wow. Ey, aber Also, ohne so war Spaß, mein Opa. ich suche im Moment mal einen Schlafanzug, weil ich ja immer nur im Boxershort, hallo Twitch oder wo du streamst und hallo YouTube, ja, ich, Marius, schlafe, wenn überhaupt nur im Ich Boxershorts. schlafe auch Auf immer jeden nur im Fall, Boxershort. ich habe richtig Bock auf so Außer wenn ich mal einfach ein bei dir Pyjama, penne so oder sowas, sonst schlafe ich auch mit T-Shirt. nackt. Nee, Und, dann schlafe ich immer nackt, genau. ich hab Bock auf so ein Pyjama, so einen gemütlichen Pyjama. Muss ich mal suchen. Kannst du auch im Bademantel pennen? Hab ich letzten paar Male Schöner gemacht, das Pass. ist schön. Ich muss aber auch sagen, ich hätte seit ich, keine Ahnung, 8 war oder so, kein Pyjama mehr. Ich schlafe auch immer nur im Boxershorts, im T-Shirt. Ja, ich schlafe meistens echt nude. Nackt. Ist auch Yes. eigentlich geil, Ist nackt zu okay, schlafen. ich hab keinen Boost. Oh, Scheiße. das war Ich bin ins doof. Tor geflogen. Eigentlich hätte ich ihn Ja, fast haben können. Ich habe das vorhin nicht abschätzen können, wo jetzt das Tor ist. kenne ich. Das hatte ich eben bei dem einen Ball, wo ich eine gute Parade hatte. Ich weiß auch nicht genau, ob das Tor jetzt direkt hinter mir ist oder ob ich noch einen Meter habe. Willst du denn einen Star Wars Schlafanzug haben, Marius? Tatsächlich Oder habe ich ja nicht? so ein Star Wars Pyjama Hose. Ich möchte so ein Weihnachtsding haben. Das finde ich jetzt voll cool. Das fände ich cool. Aber jeden Tag im Jahr Weihnachten? Nein, Also nicht ich jeden. weiß nicht. Schön, Daniel. Oh. Warum bist du so genervt, Marius? Nee, bin ich nicht. Ach, jetzt bin ich genervt, wenn er nicht reingekommen ist. Ja, ich bring den jetzt. Nee, ich bring den nicht nochmal. Ich überlupfe den jetzt erstmal. Sehr schön. Oder beziehungsweise rette den. Stark. Muss einer von euch nochmal. Der geht nicht, geht Einmal nicht, geht vor mir nicht. da. Aber trotzdem war es gut, Daniel. Echt Scheiß. getroffen. Muss haben, Marius, bis letzter Mann. Aber ich muss Yes. gar nichts. Ich muss nur sterben und kacken gehen, wenn nicht. Und Aber Bier trinken. doch. Aber danke, Daniel. Doch. Muss ich schon. Schön. Du Bist fast du? mehr Ah, Boost da, damit. da, 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 Vorsicht, den Trickst. Schön aus. Habe ich.
Aber wenn man es nicht gesehen hat, ich hatte den. Ich hab's gesehen. Im Herzen. Oh. Schön. Na, oh, fast du benutzt. War aber gut, dass du dran warst, auf jeden Fall. Auch wenn du nicht drüber bekommen hast. Sehr gut. Ich komm mit, Lukas. Ah, ja. Oh, da kommt. Eventuell. Ja. Die von der Bande ist. Ja, der ist ekelhaft. Nein! Muss so gut, also ich muss gut einen guten Schuss schreiben, damit ich eine Herausforderung habe. Nicht um zu schleimen. Oh ja, prall ab. Nein! Also gut, prall gut ab, meinte ich. Aber das tut das schon. Hier ist ja kein Boost. Oh fuck. Nein! Die haben sich gegenseitig weggerammt. Weil wir müssen jetzt ein bisschen. Nein! Oh. Ja! Yes! Ah, der Typ war da auch noch dran, also das hat das auch ein bisschen verhindert, dass ich den reingemacht habe. Zu meiner Verteidigung. Und ich brauche Vorlagen für Herausforderungen, deshalb habe ich den auch nochmal dagegen mit Kosten gehauen. Komm schon. Schön an dem vorbeihauen und Marius noch einmal passen. Yeah! Yes, baby! Nice! Klar, dass du die Vorlage nicht mehr bekommen hast. Guck mal, der Gegner beneist mich für den Schuss, ne? Ihr nicht. Danke. Ich brauche da gar nicht hingucken, weil du bist ein Meister. Ich hab das aber laut gesagt. Also in meinem Herzen habe ich es auch gehört, aber ich glaube, dein Headset hat dann gerade gespackt. Oder ich habe mich gerade so gefeiert, dass ich es nicht mitbekommen habe. Wie viele Spiele braucht ihr noch bis Rang? Ich 2. 5. Das heißt 5. Ich will keinen Rang. Warte, ich bin raus. Wie kann ich abbrechen? So kann ich abbrechen. In den Hauptmenü zurück. Jo, ich auch. Also noch nicht, jetzt. Ja, ich jetzt auch. Ich glaube, ihr müsst mich noch mal einladen, oder? Das nicht. Moment, ich sehe es noch nicht. Nee, du bist bei mir noch drin. Ich stehe noch in der Lobby. Ich werf dich mal raus und lade dich neu ein. Ja. Willkommen? Mhm. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ja, im Moment so ein Weihnachtsfieber. Schon früh jetzt, ne? Oktober. Ja, aber dieses Jahr extrem. Boah, ich dieses Jahr sogar extrem gar nicht. Echt extrem. Gibt es eigentlich so Weihnachtsautos von Rocket League mit Mützen, so Rentiere, Pinguine, keine Ahnung. Ja, da war doch dieses Event mal. Da gab es doch diesen ganzen Shit. Macht noch immer. Mit den Schneeflocken. Da konnte man sich doch sowas kaufen. Also das Geweih, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das da zu kaufen gab. Oh, sorry. Ist das? Ja, hätte ich sagen können. Ich wollte ihn dann nur aus der Mitte raus haben, damit da keiner hin kann. Du hättest ihn besser geklärt. Das war ein Fehler von mir, demnach. Als ich das Geweih gesehen habe, dachte ich mir nämlich noch, oh wei, ein Geweih. Wow. Cool, toll. An dir ist Goethe von Faust weggegangen. Da versteht ihr Faust? Ja, versteht ihr, weil Faust nice! Ich kann Faust eigentlich nochmal lesen. War ich gut? Ich hab gerade seinen Nachnamen im Internet gesagt. Ja. Hä? Welcher Nachname? Wenn man meinen Nachnamen wissen will, dann könnte man das eh total easy herausfinden, also. Ist ja nicht so, wenn man sagen würde, der Lukas wohnt auf der Kirchhofstraße 10 oder so. Ja. Das stimmt. Ich bin gerade vielleicht ein bisschen offensiv. Schön, Marius. Nee, auf dem YouTube-Kanal muss man eine Adresse angeben, die halt öffentlich ist.
Also falls man irgendwie, keine Ahnung, halt, wenn es halt irgendwas Schlimmes ist, halt, dass man sich halt bei dem Inhaber melden kann halt, ne? Ja, ich habe halt nur einen Limit, weißt du, und da steht halt mein ganzer Name drin. So. Schön. Also morgen Männerabend? Sie. Ich dachte morgen. Ah nee, du hast ja noch gar nicht FIFA. Stimmt. Oder sollen wir. Ja. Nee, Freitag kannst du ja nicht, Lukas. Ja. Ja, aber Freitag seid ihr ja auch beschäftigt. Also ja, ja. Geht's ja im Doppelten nicht. Nee, sonst hätte ich gesagt, sollen wir Freitag das einfach belassen, wenn wir Freitag das machen halt, ne? So meinst du. Ja, machen wir morgen. Achso, gut, wir können auch morgen machen, aber ansonsten haben, saufen wir ja auch. Also ich saufe ja auch heute. Mach ich den? Ja, nein, mach ich nicht. Mir ist dann recht, wenn wir das morgen nicht machen. Dann hätte ich mal einen Tag so ein bisschen Ruhe. Das wär, also was heißt Ruhe, ne? Ich mag das natürlich mit euch, aber halt wirklich, wo ich einfach mal auf der Couch bin. Ich weiß, was das ist. Ja, mir egal, also ich kann mich dann auf euch richten. Ja, dann lass mal morgen. Ja, lass mal morgen. Ich habe gerade gute Gesellschaft, ich habe ein Bier, ich habe ein Spiel an, ich habe gutes Internet, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen da dürfen. Schön, ich Daniel. Ich habe einen guten Torwart hinten. Und jetzt hast du einen guten Stürmer vorne. Oh. Ah. Und ich mach den nicht rein, oder ich komm nicht dran. Aber Brockizzled? Schöner Ball. Kommt. Schöner Ball. Yes. Nice. Habe ich kurz ein bisschen abgelenkt, wie die den da geblockt haben, aber der kam gut durch. Das hat mich kurz abgelenkt, aber der kam gut durch. Sehr schön. Jo, auch sehr schöner Pass. Die 12. Ja, der eine Gegner hat nur 12 Punkte. Achso. Nice. Der Typ denkt sich, das ist lastend. Belastend. Ich muss sagen, den muss er haben dafür. Ja. Boah. Daniel hat den, glaube ich, aber auch gehabt. Ja, ich war auch dran. Also dahinter okay. Direkt. Ach, ich war zerstört. Ja, jetzt mich mal nicht zerstört. Oh, okay. Ich hab den Ball trotzdem gebracht bekommen. Guten Schuss. Schön. Schön ausgespielt. Das war gerade richtig Tennis. Richtig gestürmt. Nein! Oh, schade. Eigentlich schöner Sprung. Aber ein bisschen falsch getroffen. Oh, oh, oh. Schöner Ball. Ja, so gesagt. Aber danke, ja. Ich habe das aus meiner Sicht nicht so ganz gut gesehen, ob der geht oder nicht. Ah, der wäre gegangen. Ja, aber zum Pfosten wäre vielleicht auch, wär der auch gleich rausgegangen, alles gut. Nee, ich glaube, der von dem Pfosten wäre der ausnahmsweise mal reingegangen, aber ich habe nur gesehen, der geht Richtung Pfosten. Fucking lieber. Im Herzen gehört das Tor dir, Marius. Ach, alles gut. Boah, voll rückzähl, der kommt in die Montage. Chill, Marius. Ja, ist doch so, also. Ja, ist im Grunde recht, ja. Ich glaube, der strengt sich jetzt auch an. Der hat schon eine Parade gesnackt, der Typ, jetzt seit deiner Nachricht. Hab ich? Komm nochmal. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Schön, du brauchst keinen Boost. Ah, guck mal, der Seifer. Sah der auch nicht so gut aus. Das ist so schön. 191 Euro, ey. Das ist super. Ist gerade da geht der raus, ey. Da geht der raus. Ach, von Bandot. Ah, schön, Mann. Was für ein Post. Da kann man ja nichts anderes machen. Erik hätte den daneben gehauen.
Du brauchst ja Vorlagen hier. Ach, guck mal, 2-2-2-4 habe ich, das ist doch schön. So, noch eine bis zum Rang. Monopoly. Monopoly. Oh, der Gruppenführer hat das Spiel verlassen. Ich habe das Spiel verlassen? Stand bei mir. Lass doch mal kurz ins Hauptmenü gehen. Ich habe gerade die Suche abgebrochen. Ja, ich bin. Ich bin jetzt im Game. Ich bin im Game, ich kann auch nichts machen. Obwohl, ja, du bist bei uns auch im Game, das heißt, ihr fliegt dann wir würden raus. Sowieso rausfliegen. Ja, ja. Ja, gut. Ich hatte aber auch noch kein Dim. Also, ich wäre, glaube ich, sowieso rausgeflogen. Ja, sind jetzt raus. Ja, Spiel abgebrochen. Gut. Sagt, wenn ihr wieder im Hauptmenü seid. Ach ja. Wie süß. Hab gerade ein Video, das ist so ein Kind, was so ein Kastanie, ich bin im Hauptmenü, was ein Kastanie so. Ja, also, suche ich bei euch? Ja. Ja. Gut. Ja, Kind mit. Ein Kind, was so ein Kastanie anberührt, also mit der Schale noch, ne, diese Spitzen da, sich wehtut und sagt: Oh, aua, ich glaube, das ist Corona. Wow. Und süß. Auf dieser Reifenschaukel da, Marius, ne? Da sehe ich dich eigentlich immer schaukeln, ganz glücklich. Mit Schaukel. Da rechts beim Baum. Im Hintergrund. Ja. Da sehe ich dich immer. Scheiße. Immer wenn ich die Maps spiele, dann denke ich immer, ach, da sitzt ja Marius gerade drauf und schaukelt und winkt mir zu. Das denke ich immer. Freihändig. Ja, du hast nur einmal deinen Schwanz um Seil gewickelt, um dich festzuhalten. Wie alle Affen machen, ja. Genau. Hashtag Krefeld, was? Was? Ah. Da musst du aufpassen, das finde ich nicht lustig. Nein, das war wirklich nicht so gemeint. Weil im, nee! Boah, das war jetzt echt, das war echt fies. Nee. Also dann habe ich nicht verstanden, glaube ich. Kann man auch sehr fies verstehen. Nee, da war ja ein Affe, der Marius hieß und der am 4.12. Geburtstag hatte. Ach so. Der leider verstorben ist, aber deswegen. Ah, scheiße, ich hab den zu spät berührt. Bitte. Oh ne, also jetzt wirklich, das war nicht so gemeint. Und selber sagen, dass in Krefeld nur Affen wohnen, oder was? Nee, wegen Affen, da ist doch der Zoo aufgebrannt, das ganze Affen. Ja, wegen Affen. Okay. Gott, ey. Sag mal, eigentlich schon 30 und noch kein Tor. Warum haben wir eigentlich keine Zuschauer? Ja, ich hab 2 Zuschauer tatsächlich. Ach, krass. Wenn ich so scheiß Sachen sag, ey, das tut mir gerade echt mal leid. Ja, ich weiß doch, dass du Tierliebhaber bist, vor allem gebraten. Wow. Hat meine Mutter und mein Vater mich immer aufgezogen. Dass der Affe Marius heißt. Das ist mein Zwilling. Nee, der hieß ja nicht nur Marius, sondern hat ja auch wirklich am 4.12.93 ist er geboren. Schöner Schuss. Dann hättest du eigentlich deine Eltern aufziehen können, dass die einen Affen gebärt haben. Beziehungsweise gezeugt haben. Das hättest du eigentlich so mal machen müssen. Aber ich bin auch stark wie ein Affe. Wow. Wenn ihr meine Brust sehen würdet. Ich bin wie ein Orang-Utan. Ich bin wie ein Pavian, ich habe einen richtig roten Arsch. Ich bin eher ein Silberrücken. Ist irgendein blauen Affen, also vom Fell her? Das wäre ich. Ja, Blauaffe. Nee. Weil ich immer. Irgendein Comic gibt's wahrscheinlich. Bannengott! Sorry, du hast gesagt Bannengott, ich muss das probieren, deswegen. Chip. Scheiße, sorry. Ja, ist gut. Aber ich hab ihn getroffen. Das möchte ich kurz sagen. Ich hab ihn getroffen. Also ich hab den Typen auch getroffen.
Ja, das ist ziemlich gut. Ah, bei mir wieder vom Fassen rausgefallen. Rausgesprungen. Nice. 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 Ist er wieder? Nee. Oh oh. Aber trotzdem habe ich nur 22 Punkte. Also. Fand er witzig, also alles gut. Obwohl bei denen das echt vom Punkte her echt gut verteilt ist. Actually ist doch eigentlich, oder? Ja. Ja. Das ist so ein falscher Freund, das Wort. Da bin ich, bin ich mir manchmal nicht ganz sicher. Oh! Schade. Sorry, ich hab grad geschrieben. Kündigen, wir haben das im Griff hier. Verkacken die? Oh, ich hab abgedreht. Scheiße. Sorry, habe ich nicht mitgerechnet, dass die da, die beiden da verkacken. Ja, klar. Auch nicht. Aber bei den Punkten. Halt ärgerlich. Ja, bei den Punkten, ja, aber. Lukas, es würde aber Platinum heißen. Ah, ja, gut, das ist das. Abkürzung. Aber Plat, ja. Ja. Oh, oh, da bringt er den unter mich. Schimmeres. Komm nochmal. Lass dich machen. Wollte nicht anders. Ja, ich glaube, ich tatsächlich auch nicht drüber nachgedacht, dass das auf Englisch anders heißen könnte, Platin. Schön. Geht leider nicht. Oh. Bin noch ein bisschen. Ich hab den. Ja. Diesmal habe ich dich nicht irritiert, heißt. Überlupft, sehr gut. Ich hab ihn weggeräumt. Ab der 40. alle drei offensiv. Jo, jetzt direkt alle mit. Ja. Ah, den Block der Scheiße. Der wäre, glaube ich, gegangen. Einer nach vorne. Der jetzt. Nein. Nein. Oh nein, nein. Der wäre gegangen. Nee, der ist nicht gegangen. Ja, aber der wäre gegangen, wenn ich nicht gesprungen wäre. So. Ja. Sehr gut. Nee, der wäre nicht gegangen, Daniel. Der wäre auch nicht so, nicht, also von mir auch nicht. Nee, nee. Okay. Ich hätte keinen Boost mehr. Oh, war schon dann, oh, das war richtig close, dass du noch da warst. Ja. Hatte auch, musste volle Boost haben, sonst wäre es nicht gegangen. Ich lasse den titschen. Oh, Leute. Oh. Jetzt aber. Ich dachte, das würde reichen von der Zeit. Viel Einschätzung meinerseits. Verzeih dir. Danke, Marius. Danke. Benjamin. Danke so sehr. Danke so sehr. Danke. Danke. Komm ich nicht dran? I'm hinten. But that's very ekelhaft. Jo, deshalb bin ich schon mal dran gegangen. Oh, dann kommt der da dran. Ach. Boah, Hurensohn. Hast du gesehen, hat Rune gewonnen. Boah. Was hat der? Regel Nummer 1 gebrochen. Achso. Oh, da macht er den ja so und das ist der Wahnsinn.